Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. In diesem Video möchte ich euch kurz vorstellen, wie ihr die Software Camtasia sinnvoll im Unterricht einsetzen könnt. Grundsätzlich handelt es sich bei Camtasia um eine Software, die in der Lage ist, gleichzeitig euren Bildschirm und alles, was sich darauf befindet, und euch selbst aufzunehmen. Diese Videos sind bereits synchron und eignen sich somit hervorragend, um kurze Unterrichtssequenzen oder Lehrvideos aufzuzeichnen. Um mit Camtasia sinnvoll zu arbeiten, empfehlen sich jedoch einige Vorbereitungen. Wie ihr sehen könnt, ist mein Desktop recht unaufgeräumt. Zahlreiche Icons lenken von unserem eigentlichen Ziel ab. Hierfür habe ich einen Ordner namens Temp erstellt. In diesen Ordner kann ich nun ganz einfach sämtliche Elemente auf dem Desktop einfügen und somit den Desktop aufräumen. Sollten hier unten bereits oder noch Programme geöffnet sein, schließt diese bitte. Nicht jedoch Camtasia. Um den Faden während der Aufzeichnung nicht zu verlieren, ist es sinnvoll, ein Skript aufzuzeichnen. Auch ich benutze ein Skript. Macht vor der ersten Aufnahme einen Probedurchgang und stellt sicher, dass die Aufnahmequalität zufriedenstellend ist. Dies gelingt am besten, indem ihr ein USB-Mikrofon verwendet und nicht ein reguläres. Weiterhin arbeitet bitte in einer ruhigen Umgebung, denn Lärm von außen zerstört zuverlässig jede Aufnahme. Apropos Aufnahme, jetzt ein kurzer Blick darauf, wie dies geht. Wenn ihr mit Camtasia aufnehmen wollt, wird sich euch dieses Bild zeigen. Der Rekorder öffnet sich, er sieht so aus, und der Bildschirm wird von grünen Linien hier sichtbar umgeben. Die grünen Linien zeigen, welcher Bereich des Bildschirms aufgenommen wird. Diesen könnt ihr verändern, indem ihr entweder hier Vollbild wählt oder benutzerdefiniert eine andere Größe. Wir wählen jedoch Vollbild. In meinem Fall habe ich die Webcam aktiviert. Ihr könnt sie jedoch auch ausschalten. Habt ihr sie aktiviert, seht ihr hier ein kurzes oder ein kleines Vorschaubild, das zeigt, wie ihr im Fokus seid. Weiterhin nehmen wir die Audiodatei auf und auch das Systemaudio. Um die Aufnahme nun zu starten, drückt ihr einfach Rec. Es öffnet sich ein kurzer Countdown und 3 Sekunden später beginnt eure Aufnahme. Die Aufnahme könnt ihr jederzeit durch Drücken der Taste F10 beenden. Ist die Aufnahme beendet, geht es darum, die Aufnahme zu speichern. Folgendes Fenster öffnet sich. Ein Vorschaufenster spielt euren Clip ab. Ihr könnt ihn mittels der Tasten Vorwärts und Pause jederzeit unterbrechen. Für uns wichtig ist erst einmal die Taste Speichern oder Bearbeiten bzw. der Button Löschen, falls ihr mit eurer Aufnahme unzufrieden seid. Klickt ihr auf Speichern und Bearbeiten, so empfiehlt es sich, alle Dateien einer Aufnahme in einem Ordner zu speichern. In meinem Fall ist der Ordner folgendermaßen. Ich habe den Ordner It's Learning gewählt. In diesem befinden sich bereits 2 Aufnahmen. Ihr werdet merken, dass beide Aufnahmen sehr groß sind, denn es handelt sich um Kamera-RAW-Dateien, die grundsätzlich sehr viel Platz benötigen. Habt ihr die Aufnahme gespeichert, öffnet sich automatisch die Software Camtasia Studio. Camtasia Studio ist die eigentliche Software, mit der ihr die Videos bearbeiten werdet. Wie ihr hier sehen könnt, öffnet sich ein Feld Bearbeitungsabmessungen, welches Format soll das Video haben. Wir wählen in den vorgegebenen Abmessungen ein Video mit möglichst hoher Qualität. Beispielsweise bietet es sich an, eine Auflösung zu verwenden, die für YouTube und Screencast optimal ist. Deshalb wählen wir die Auflösung 1280x720. Wesentlich für euch ist, Seitenverhältnisse beibehalten. Aktiviert dieses Kästchen, um zu verhindern, dass sich die Videoaufnahme verzerrt. Nun sind wir bereit, hier im Editor zu arbeiten.
Folgende Fenster bietet Camtasia. Hier, das weiße Fenster, ist das sogenannte Clip-Auswahlfenster. Hier befinden sich alle Clips, die für das Video verwendet wurden. Direkt daneben befindet sich die sogenannte Leinwand. Die Leinwand gibt wieder, welche Dinge euer Publikum sieht. Hier unten befindet sich die Timeline. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier mehrere Spuren, in denen das Video sich befindet. Die Timeline hat eine Audiodatei, eine Bildschirmdatei und eine Kameradatei sowie mehrere Spuren. Camtasia erlaubt es, eine unbegrenzte Anzahl an Spuren hinzuzufügen. Wir möchten jetzt hier im Clip-Auswahlfenster etwas hinzufügen. Dazu lässt sich einfach diese Bilddatei nach unten ziehen und hinzufügen. Dies ist in meinem Fall bereits geschehen, deshalb werde ich dies nicht nochmal wiederholen. Hier gibt es weitere Möglichkeiten, die Camtasia bietet. Übergangseffekte, Cursor-Effekte, Kommentare, Kameraaufzeichnung, Beschriftung und Quiz. Diese benötigen wir für das erste jedoch noch nicht. Wichtig ist ebenso der Button Medien importieren, falls wir weitere Aufnahmen hinzufügen möchten, und der Button Produzieren und weitergeben. Denn erst wenn ein Camtasia-Video produziert wurde, ist es auch tatsächlich möglich, das Gerät auf jedem Wiedergabegerät anzuzeigen. Mehr dazu jedoch später. Die Leinwand hier zeigt das Video so an, wie es Zuschauer später sehen werden. Es ist hier einfach möglich, die Videogröße zu ändern. Oder das Video selbst zu drehen. Oder zu verschieben. Die Leinwand ist immer mit der Timeline synchronisiert. Das heißt, wenn wir hier auf Wiedergabe klicken, bewegt sich auch die Timeline. Werfen wir doch nun einen kleinen Blick auf das Video und Videobearbeitung in einfachen Schritten. Grundsätzlich bin ich mit dem Video zufrieden, allerdings möchte ich noch wesentliche Elemente einfügen. Deshalb spiele ich das Video ab und nutze die Timeline, um im Video voranzuschreiten bis zum Punkt Theorie und Demo. Ich möchte nachträglich nun etwas einfügen. Ich nutze die Timeline, um zu hören, wann ich zu reden aufhöre. An dieser Stelle ist dies der Fall. Ich markiere nun die Timeline und trenne sie. Nun habe ich zwei verschiedene Videos, in die ich später ohne Probleme etwas einfügen kann. Ich setze die Aufnahme fort. An dieser Stelle gehe ich zur Bewertung weiter, weshalb es sich anbietet, das Ganze zu beenden. Wieder markiere ich die Timeline und trenne die Videos voneinander. Nun füge ich ein weiteres Medium hinzu, nämlich die Demo von It's Learning auf der Website, die ich bereits vorher aufgenommen habe. Diese möchte ich nun in die Timeline einfügen. Ich tue dies in einer neuen Spur. Nun kann ich einfach die Demo verschieben. Um es mir leicht zu machen, verschiebe ich den Regler, um zu wissen, wo ich damit beginnen soll, und füge sie ganz einfach deckungsgleich an. Im Übrigen kann ich nun diese Elemente löschen. Ein einfacher Klick auf Entfernen genügt. Diese Elemente wiederum
werden als Ganze verschoben. Auch hier hilft mir die Timeline wieder mittels dieses gelben Balkens, denn die Videos gehen nun nahtlos ineinander über. Prinzipiell könnten wir unser Video bereits jetzt produzieren und weitergeben. Allerdings wollen wir es doch noch mit etwas Schönerem aufpeppen. Dazu öffnen wir den Ordner Bibliothek. Wie ihr jetzt seht, wird uns hier eine Auswahl von Musikstücken sowie von sogenannten Themen angeboten. Themen sind eine Möglichkeit, um einem Video ein einheitliches Aussehen zu verpassen. Wir wählen nun das Thema Clear Disturbance und öffnen es. Ein animierter Titel erlaubt uns eine schönere Einführung. Deshalb ein Rechtsklick und wir fügen es an der Abspielposition zur Timeline hinzu. Wie man hier bereits merkt, überlappt sich nun aber das Video mit unserer eigentlichen Aufnahme. Deshalb schieben wir der Einfachheit halber die Timeline etwas nach oben und sind so besser in der Lage, sie zu bearbeiten. Denn wir markieren nun ganz einfach durch Halten der Taste Steuerung die verschiedenen Elemente und schieben sie ganz einfach ein Stück nach rechts. Nun sehen wir uns die Timeline bzw. das Intro genauer an. Durch Drücken der Taste Play öffnet sich nun die Möglichkeit, einen Titel einzugeben. Wir klicken doppelt auf das Feld Titel hier eingeben und fügen den Namen des Projekts hinzu. It's Learning. Kurz und knapp. Wir wollen es nicht auf zwei Zeilen, deshalb erlaube ich mir, die Schriftgröße zu ändern. Etwa vielleicht auf 48. Eine kurze Probebetrachtung zeigt uns, der Titel funktioniert, läuft durch und geht in wenigen Sekunden dann zum eigentlichen Video über. Jetzt wünsche ich mir allerdings noch ein kurzes Musikstück, deshalb gehe ich zurück in die Bibliothek. Ich schließe den Ordner Thema und wähle ein passendes Musikstück, beispielsweise aus dem Ordner Bare Knuckles. Ich habe die Möglichkeit, den ganzen Titel einzufügen oder auch nur einen Teil davon. Da es sich um die Intro handelt, reicht es, einen Intro-Clip zu nehmen. Ich schiebe den Regler zurück und klicke wiederum rechts an Abspielposition zur Timeline hinzufügen. Nun höre ich zu dieser Animation ein kurzes Lied. Nun sind wir beinahe schon bereit, das Video zu veröffentlichen. Werfen wir jetzt noch einen abschließenden Blick darauf, wie wir unser Video noch schöner machen können. Wir haben bereits Titel und Musik hinzugefügt. Jetzt möchten wir unsere Kameraaufnahme passender unterbringen. Dazu scrolle ich auf der Timeline vor bis zum ersten Bild. Dies ist hier der Fall. Hier möchte ich mein Video in den Hintergrund rücken, denn nun beginnt der Vortrag. Ich verschiebe es einfach nach rechts, bis beide Markierungen einrasten. Nun sehen wir gleichzeitig mein Gesicht, mich beim Sprechen und die Präsentation. Unter Datei das Projekt zu speichern. Wir speichern es unter dem Namen It's Learning. So können wir später jederzeit und ohne Probleme auf dieses Videoprojekt zurückgreifen und es bearbeiten. Nun aber zur eigentlichen Produktion.
Je größer die Auflösung, desto höher die Bildqualität. Nutzerdefinierte Produktionseinstellungen erlauben uns, das Video so zu speichern, wie es hier war. Das ist für den Anfang allerdings noch etwas zu kompliziert. Deshalb wählen wir schlicht und einfach MP4 mit Videoplayer nur MP4 bis 720p. Auf Weiter und wir suchen uns den passenden Ordner aus, wieder idealerweise im Programm selbst und speichern es. Viel Spaß mit Camtasia! Nun noch auf Fertigstellen und los geht's!